Oliver Bierhoff, wir hören nebenan die Spieler schreien, wir hören Musik. Also gute Laune nach dem gestrigen 4:0-Sieg gegen Weißrussland. Ja, ich meine, wir haben uns qualifiziert, das war das Wichtigste. Man kann sich ja nur mal vorstellen, was gewesen wäre, wenn wir jetzt ein entscheidendes Spiel gegen Nordirland auch gehabt haben, hätten. Und man hat ja gesehen, wie die Nordiren den Holländern wirklich auch zugesetzt haben. Und die Jungs haben einfach Spaß miteinander. Das ist auch immer schön, dass sie eigentlich auch außerhalb der Trainingszeiten oder nach den Trainingseinheiten noch zusammen sind und natürlich immer miteinander zocken. Die gute Laune innerhalb der Mannschaft wurde ja auch in den letzten Tagen oft erwähnt. Trotzdem ein bisschen Wasser in den Champagner rein, nachdem gestern Luca Waldschmidt böse erwischt wurde, unabsichtlich erwischt wurde vom gegnerischen Torwart. Wie geht's ihm? Es tut uns natürlich unglaublich leid, weil er natürlich jetzt mal seit kurzem erst dabei ist und eben auch die Minuten gehabt hat. Gestern Abend ging es ihm noch ganz gut. Er war natürlich noch, ich möchte sagen, ein bisschen geschockt oder natürlich ein bisschen auch betroffen, weil er auch eine Gehirnerschütterung hat und eine Mittelkopffraktur, ich weiß nicht den genauen medizinischen Begriff. Es ist in dem Sinne ganz gut, auch wenn er ein bisschen noch was am Knie und Knöchel spürt, gehen wir davon aus, dass es dort keine schwierige Verletzung ist, dass er also rein körperlich wieder schnell da sein kann. Aber die Sache im Gesicht wird natürlich auch eine Zeit lang dauern. Ansonsten, Sie haben es angedeutet, viel, viel Positives gestern. Mhm. Vorneweg das Tor von Matthias Ginter, dem Abwehrchef. Und was für eins, Sie als in Anführungsstrichen alter Torjäger, mit den Augen gerollt, als Sie das gesehen haben? Ja, ich meine, das muss man nicht unbedingt auch von Matthias erwarten. Hat mich riesig gefreut, dass er hier beim Heimspiel für sich eben auch das Tor gemacht hat. Und er ist ja für uns schon lange dabei und wir wissen, dass wir immer auf ihn zählen können. Aber dass er so ein Tor macht, damit habe ich noch nicht gerechnet, habe ich im Training auch noch nicht gesehen. Aber zeigt einfach, dass er auch dort sich eingebunden hat und auch konsequent da reinmarschiert ist. In den sozialen Netzwerken machen echt gute Vergleiche die Runde, die zum Schmunzeln anregen. Ein Beispiel, Ginter ein WM-Titel, Ronaldo keinen. Ginter eine olympische Medaille, Ronaldo keinen. Ginter Konfettcup-Sieger, Ronaldo nie. Ginter DFB-Pokalsieger, Ronaldo nie. Und Ginter ein Hackentor gegen Weißrussland, auch das hat Ronaldo nie geschafft. Wird auch innerhalb der Mannschaft so ein bisschen geflaxt? Ja, ich glaube, da lacht man natürlich ein bisschen miteinander. Ich weiß jetzt nicht, was die Jungs noch außerhalb der Räume, wo ich dann nicht da bin, miteinander machen. Aber das ist eigentlich ganz schön, dass sie untereinander unglaublich viel Spaß haben, auch sich natürlich ein bisschen auf den Arm nehmen. Das gehört bei der Mannschaft dazu. Aber er war, glaube ich, gestern auch sehr stolz drauf. Jetzt nochmal zur Tabellenkonstellation. Es könnte ja doch die Situation eintreten, dass Deutschland Erster wird am Ende. Das will man sicherlich nach außen. Aber wäre es vielleicht nicht sogar besser, wenn man Zweiter wird, weil dann der Gegner Ukraine und Ungarn sein könnte, weil als Erster könnte es auch, ich glaube, Portugal werden. Macht man sich darüber Gedanken? Ein bisschen, wobei ich eigentlich kein Freund davon bin, Dinge auszurechnen, weil dann kommt es doch immer ganz anders. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Man kann auch sagen, wenn man einen starken Gegner in der Vorrunde hat, den trifft man dann erst später wieder, vielleicht erst im Finale. Also insofern bin ich kein Freund von Ausrechnen. Das kommt immer schlecht zurück. Und wir haben natürlich den Anspruch, Erster zu werden, das letzte Spiel hier im Jahr auch souverän zu gewinnen. Wird gegen Nordirland nicht einfach, aber wäre schon ein Erfolg mit dieser jungen Truppe, noch vor den Holländern Gruppenerster zu werden. Stichwort Ziel, Erster zu werden. Ist das auch das Ziel für das kommende Jahr bei der Europameisterschaft? Das Ziel ist es natürlich immer, wenn du in ein Turnier gehst. Du willst es gewinnen, du willst ins Finale kommen, aber wir werden da sicherlich nicht als Favorit einlaufen. Das Turnier kommt sehr früh für diese junge Mannschaft. Wir haben jetzt auch wenig Zeit gehabt, sagen wir mal, über längere Zeit einen ganz festen Stamm zu haben. Aber es macht unglaublich Freude, dass eben auch die, die nachgerückt sind, sich da gut eingebracht haben. Und es ist besser, wenn wir eigentlich mit etwas geringerer Erwartungshaltung starten und dann hoffentlich im Laufe des Turniers den Schwung mitnehmen und dann unsere Qualitäten hervorbringen. Aber Favorit werden wir nicht sein. 2020, darauf eure ganze Planung im Moment. Denkt man schon darüber hinaus, auch personell? Oder sagt man, wir warten 2020 ab, bevor wir Entscheidungen fällen, im Hinblick auf weitere Planungen, zum Beispiel Trainer oder Personal? Oder sagt man sich, nein, wir denken nur bis nächsten Sommer? Es ist unterschiedlich. Natürlich denken die Trainer fast schon auch bis 2024, ja, weil sie sagen, da werden sicherlich viele Spieler auch ihr Maximum erreicht haben an Stärke, an Qualität. Das macht natürlich Hoffnung für das Turnier 2024 im eigenen Lande. Aber man muss natürlich auch dieses Turnier 2020 erfolgreich spielen. Also insofern ist das Entscheidende. Aber wir haben ja den Umbruch gestartet mit vielen jungen Spielern. Wir wissen, dass dieses Turnier ein gewisser Zwischenschritt sein kann. Aber wir stehen natürlich auch unter Erfolgsdruck und dem wollen wir auch standhalten. Zum Abschluss doch noch eine Frage zu 2022. Es geht jetzt nach Frankfurt. Der Vorstand Sport, Freddy Bobic, hat sich geäußert. Man müsste sich langsam mal Gedanken machen über den Rahmenterminkalender für dieses WM-Jahr, weil es findet ja Weihnachten statt, beziehungsweise im Dezember dieses Turnier.
Ist da schon irgendwas passiert? An was muss gedacht werden? Was wird die Hauptproblematik werden? Ja, ich glaube, die Hauptproblematik liegt eher bei den nationalen Ligen. Also der internationale Spielkalender wurde vor kurzem verschickt. Also insofern weiß ich die Abstellperioden für die Nationalspieler. Da wird sich einiges ändern mit dem Spieltag im Oktober, der wegfällt. Aber dafür wird es im Juni ein bisschen mehr geben. Aber das wird halt spannend sein, wie die nationalen Ligen eigentlich genau diesen Zeitraum, wo das Turnier stattfindet, eben irgendwie ausgleichen können. Und wahrscheinlich wird es die Saison ein bisschen früher beginnen oder die Pause ein bisschen kürzer sein. Aber das wird noch spannend sein zu sehen, wie das die verschiedenen Länder auch machen. Wir sind gespannt. Vielen Dank, Oliver Bierhoff, und viel Glück am Dienstag gegen Nordirland. Danke. Ja, danke.